Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lassen Sie mich als Erstes sagen, der Finanzminister hat das auch angesprochen. Wenn man vor das Verfassungsgericht geht und gewinnt, das habe ich ja auch einmal erlebt in der Legislaturperiode, wo Schwarz-Gelb regiert hat, dann freut man sich, das kann man Ihnen auch anmerken, das ist auch in Ordnung. Aber man muss nicht so tun, als ob das ein Wiederholungstäter, eine solche Einmaligkeit wäre. Weil ich habe nun wirklich auch nachgeguckt, Sie haben 10 Verfahren in 5 Jahren verloren, plus 1 vom Bundesverfassungsgericht. Also wenn Herr Lindner sagt, Wiederholungstäter, 4 Verfahren in 4 Jahren, das ist nicht schön. Jede Niederlage tut weh, aber es ist jedenfalls kein Anlass für Sie, bei Ihrer eigenen Bilanz sich derartig hinzustellen und so zu tun, als ob Ihnen das noch nie passiert wäre, als ob Sie immer regiert und gearbeitet hätten, ohne dass das Verfassungsgericht Sie korrigiert hat. Das Gegenteil war der Fall. Und wenn man es ganz genau anguckt, wir zahlen ja jetzt in erheblichen Teilen die Kosten für das, was Sie da vergurkt haben. Das muss man an der Stelle auch sagen. So. Aber ich sage das ganz klar, gib das zu. Sie haben, waren erfolgreich als Abgeordnete. Und wenn man in der Opposition ist, sucht man die Möglichkeiten, die man hat. Und wir müssen mit dem Ergebnis umgehen. Das Verfassungsgericht hat gesprochen. Das hat in 5 Leitsätzen ein Urteil gesprochen, das eine Gesetzesänderung erforderlich macht. Und wir müssen an diesen Arbeitsprozess jetzt ran. Wir brauchen eine neue gesetzliche Regelung. Und wir werden das auswerten, was das Verfassungsgericht im Einzelnen gemacht hat, über die Sommerpause. Und nach der Sommerpause müssen wir dann einen neuen Gesetzentwurf ins parlamentarische Verfahren bringen. Das Problem, das dem Ganzen zugrunde liegt, ist aber, und das fand ich schon bemerkenswert, der Kollege Lindner hat eben fast 10 Minuten geredet, mit keinem Wort bei ihm ein irgendwie gearteter Lösungsansatz, wie man es lösen sollte. Während Herr Laschet, und da gehe ich gleich auch noch etwas ausführlicher, nein, das ist ja völlig in Ordnung. Wir regieren und wir müssen regieren, aber ich darf Sie doch schon mal messen, wenn Sie solche Vorwürfe in den Raum stellen, an dem, was Sie selber zur Lösung von Problemen beitragen. Das wird man ja noch machen dürfen. Der Kollege Laschet hat das Beispiel Saarland gebracht, da gehen wir dann gleich noch etwas detaillierter darauf ein. Unser Anliegen war, bei 43% Personalkosten im Landeshaushalt eine Lösung zu finden, die aus unserer Sicht in der Form sozialverträglich ist, dass man eben sagt, die mit den niedrigsten Einkommen A6, 7 bis A10, die haben an der Stelle den vollen Tarifvertrag und dann gestuft A11, A12 1% pro Jahr und ab A13. Das war unsere Einschätzung, braucht es dann keine Erhöhung. Das hat uns das Gericht jetzt zerlegt. Um es ganz klar zu sagen, wir werden keine doppelte Nullrunde machen können. Wir müssen bei denen und bei A11, A12 müssen wir eine andere Regelung finden. Das ist eindeutig unsere Aufgabe. Aber unser Versuch war, das sozialverträglich zu machen, vor dem Hintergrund, dass man ansonsten tatsächlich in Personaleinsparungen stärker reingehen muss. Und Herr Kollege Laschet, das kann ich Ihnen nicht ersparen. 45.000 Polizisten, Sie bringen das Beispiel Saarland. Das Saarland kürzt bis 2020 10% seines Personals. Das wären bis 2020 bei uns 4.500 Polizistenstellen. Und ich erinnere mich an die Diskussion, als ich vor der, ja, nur 10% von 45.000 sind 4.500, da werden wir ja einig sein. So. Und bis 2020 machen die das im Saarland. Und ich erinnere mich aber an Debatten, die wir hier geführt haben, wo ich so tollkühn war, zu sagen, das alte Scheugutachten, was gesagt hat, legt die Polizeiverwaltung zusammen und dann im Maximum knapp 2000 Stellen damals avisiert hat, Teil ist davon passiert, wird nicht mehr die Zahl sein. Da ist von Ihnen gesagt worden, Sicherheitsrisiko bringen. Jetzt kommen Sie selber hier an und sagen, 4.500 Stellen wäre die Umsetzung des Saarlandes hier. Ja. Nein, nein. Das Leben ist ja so konkret dann. Und wenn wir dann zugehen und sagen, wir haben 150.000, 180.000 Stellen im Schulbereich, dann sind 10% davon 18.000 Stellen. Und wenn wir über 100.000 Stellen an den Hochschulen finanzieren, dann sind das 10.000 Stellen an den Hochschulen. So konkret ist die Umsetzung dessen, was Herr Laschet hier eben gefordert hat. So. Wir haben das versucht, an der Stelle
mit der doppelten Nullrunde. Und ich will auch noch mal sagen, wir haben es ja auch bei uns selber gemacht. Im Übrigen mit Ihrer Zustimmung. Wir haben uns da keinen Schlackenfuß gemacht, sondern wir haben auch für uns schon die vierte Nullrunde hier beschlossen. Aber Verfassungsgericht sagt, ist so nicht zulässig, also werden wir die Konsequenzen daraus ziehen müssen. Es wird nur nicht ohne Personaleinsparung dann gehen können. Und dann bin ich ganz ehrlich gespannt auf Ihren Beitrag in den weiteren Diskussionsrunden. Weil bei jedem Sparvorschlag, den wir machen, das haben wir in den 4 Jahren jetzt zur Genüge erlebt, gibt es 2 Vorschläge der CDU, an der gleichen Stelle zur Erhöhung zu kommen. Nicht zur Einsparung, sondern zur Erhöhung bei jeder Haushaltsposition. So, und Sie werden dann sagen, ja, ihr müsst sparen. Aber nicht bei Wissenschaft, nicht bei Polizei, nicht bei Justiz und bei den Finanzbeamten geht schon gar nicht, die bringen das Geld rein. Spart diese Stellen in den Ministerien. Ministerien sind 3.400 Stellen. Aus 3.400 Stellen machen Sie dann eingesparte 40.000 Stellen. Das ist dann Voodoo-Personalpolitik und wird uns an der Stelle nicht helfen. Wir haben jetzt eine klare Aufgabenstellung gekriegt. Das gebe ich zu. Da müssen wir dran arbeiten über die Sommerpause, um dann im Herbst hier in die nächste Debatte einzusteigen. Wir werden das Gesetz ändern müssen. Das mit den Nullrunden wird so nicht gehen. Aber wir werden arbeiten müssen dann an Personal. Wir werden arbeiten müssen an einem anderen Tarifabschluss. Wir werden diesen Dialog mit den Gewerkschaften und den Vertretern der Beschäftigten suchen. Und wir werden auch reden müssen dann darüber, wie wir Einnahmensteigerungen hinkriegen. Das ganze Bündel werden wir machen müssen vor dem Hintergrund der Haushaltssituation. Und ich bin dann wirklich gespannt, ob Sie an jeder Stelle, um die es dann geht, auf der anderen Seite sind und dann wieder sagen, das ist Regierungsarbeit. Ich ahne ungefähr, dass das so läuft, dass wir die Arbeit da machen müssen. Wir werden Sie über die Sommerpause anfangen und dann im Herbst erfolgreich zum Abschluss bringen. Dankeschön.